Unsere heutige Location, die wir fotografieren, ist die Edmundsklamm in Chensko in Tschechien. Chensko liegt direkt an der Grenze von Tschechien und Deutschland und ist nur 10 Minuten entfernt von Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz. In Chensko selber kann man sehr, sehr gut parken. Man zahlt eine kleine Gebühr und kann sich von dort aus direkt dann auf den Weg zu einer kleinen Wanderung machen. Und nach ungefähr 2 Kilometern kommt man zu dem Punkt, wo es nur noch mit dem Boot weitergeht. Und diese Bootsüberfahrt kostet pro Person 3,50 Euro und ist deswegen besonders spannend, weil es eben nicht mit einem Motorboot vorangeht, sondern mit einem kleinen unmotorisierten Boot, wo der Bootsführer nur mit einem Holzstab das Boot lenkt. Diese Bootsfahrt dauert ungefähr 20 Minuten und währenddessen bekommt man noch einige sehr witzige Informationen über die Edmundsklamm mit einem kleinen gefakten, ja doch, es war eigentlich ein gefakter Wasserfall, wo man vorbeigekommen ist, weil er hat einmal an der Schnur gezogen und auf einmal geht dieser Wasserfall los. Also das war auf jeden Fall schon ganz witzig. Auf der Bootsüberfahrt hat man schon etliche Möglichkeiten für tolle Motive und von daher würde ich dir auch empfehlen, während der Bootsfahrt bereits viele Fotos zu machen. Wenn man dann diese Bootsüberfahrt geschafft hat, dann ist man eigentlich dort, wo wir sein wollten, nämlich genau an der Perspektive, wo man dieses kleine Haus fotografiert, was dann auch mit dem Schornstein wirklich richtig toll aussieht, wenn der an ist. Im Endeffekt ist das nur ein kleines Haus, wo man das Geld bezahlt für die nächste Bootsüberfahrt. Aber es sieht extrem toll aus, wie es dort in der Landschaft steht. Mit der perfekten Spiegelung dazu im Wasser macht das Ganze einfach echt was her. Ich kann die Edmundsklamm nur wärmstens empfehlen, vor allem wenn es Richtung Herbst geht. Denn dort entfaltet die Natur ihre volle Pracht und wenn dann die Blätter bunt werden, dann hat diese Edmundsklamm einen besonders tollen Charme und den sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Wenn du die fertigen Bilder sehen möchtest, dann schau bei mir auf Instagram vorbei. StefanSchäfer90 heiße ich dort. Dort poste ich alle 2 Tage neue Fotos und natürlich auch von der Edmundsklamm und von Chensko insgesamt.